Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part und wahrscheinlich auch der letzte Part von A Park Full of Cats mit dem DLC Hunted Wight. Wir sind jetzt in der Monsterwelt. Als erstes haben wir ein bisschen im Park rumspaziert, haben geholfen, am Anfang dem Parkbesitzer den Park aufzubauen. Dann sind wir ein bisschen im Park rumspaziert und haben da so ein bisschen Kätzchen gesucht, haben Tickets gesucht. Wir haben es geschafft, die Münzen alle zu finden und die Tarotkarten, was dafür sorgte, dass wir mit der Geisterbahn fahren konnten und wahrscheinlich so auch das DLC getriggert jetzt haben, wo wir im DLC sind. Das heißt, wir sind dann durch die Geisterbahn gefahren und haben dann da die Monster gesucht, sie wieder in ihre Welt geschickt. Dabei ist aber der Hexenkatze, Zauberinkatze, ein Fehler unterlaufen und sie hat 200 Katzen in die Monsterwelt geschickt. Jetzt sind wir in der Monsterwelt und versuchen, diese 200 Katzen zu finden. Uns fehlen jetzt noch 56 Stück, die sich hier versteckt haben vor den Monstern. Manche sind einfach so versteckt, manche sind als Monster getarnt. Ich habe jetzt schon 75% erreicht, sagt mir Steam. Manche nehmen das wahrscheinlich hier gar nicht so ernst von den Katzen. Die denken sich so, oh, was für ein geiles Erlebnis. Hoffentlich nächstes Jahr wieder. Und ja, ich denke mal, wenn wir hier jetzt die Katzen gerettet haben, dann war es das auf jeden Fall mit dem DLC gewesen. Ich nehme das ja extra, weil ja dieses DLC mehr so Halloween-mäßig war. Mit Monstern und Kostümen kommt das ja auch alles zum Halloween im Prinzip. War so als Halloween-Special gedacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so gut gelungen ist oder nicht, aber dazu bin ich ja immer noch so ein bisschen krank. Man gönnt sich ja auch sonst nichts im Leben. Außer das Kranksein. Das ist ein Luxus, den kann sich nicht jeder gönnen. Aber ja. Ich klicke halt immer noch so ein bisschen die Monster an, weil ich nicht weiß, so genau, wo sind jetzt hier die Monster und wo sind die Katzen. Bei manchen siehst du es natürlich. Bei manchen ist es halt nicht so leicht zu erkennen. Ich hoffe, wir finden alle auf Anhieb auch. Versuche hier auch sehr kleinschrittig vorzugehen. Hier gibt es keine versteckten Katzen. Das heißt, alle müssten eigentlich so zu finden sein. Weiter geht's gar nicht so. Oha, dann fehlen mir aber noch 12. Das ist schlecht. Ja, dann würde ich sagen, wir zoomen noch mal ein bisschen näher ran. So ungefähr. Und gucken noch mal ganz in Ruhe, wo sich hier hätten Katzen verstecken können. Klicken auch die Monster noch mal an. Vielleicht ist ja doch noch ein Monster dabei, was eigentlich eine Katze ist. Hier sind sie halt so ein bisschen großflächiger vorgegangen, ne? Bei dem Wasserthema.
12 Miezekatzen fehlen mir noch. Da ist noch eine. Ich hätte gedacht, dass mir hier noch so einiges abhanden gekommen ist, weil das hier wie beim Zirkus, da kann man ja mal schnell was übersehen. Da zum Beispiel ist eine. Da hängt noch eine. Nee, ich hätte gesagt, jetzt so hinter dem Grabstein vielleicht. Eine mitten, die sich da so versteckt. Die massiv Angst hat, was ich auch verstehen kann. Die schweben ja auch alle in Gefahr, laut der großen Miezekatze. Noch 8. Ach, da hängt nur eine. Da habe ich ja. Freddy, ich mag immer noch diese Freddy Krüger Katze. Die ist immer noch herrlich. Eine, ach so, eine hinterlässt Pfotenabdrücke. Ich dachte, die ist jetzt schon voll verliebt oder so. Michael Jackson ist auch dabei. Man sieht hier auf jeden Fall die Liebe so zum Detail, so wirklich so Kleinigkeiten. Wenn die Tür aufmacht, passiert nichts. Ich hätte jetzt gedacht, dass sich hier noch in den Bäumen vielleicht irgendwas versteckt. Aber sehen tue ich irgendwie nichts. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Hinweise ich habe tatsächlich. Darum scheue ich mich noch so ein bisschen, die Hinweise zu benutzen.
da hängt noch eine. Noch vier. Ja gut, die ganz offensichtlichen Katzen habe ich ja anscheinend alle gefunden. Jetzt geht es hier wirklich so ein bisschen ans Eingemachte. Da ist noch einer auf dem Baum versteckt. Ach, das ist gemein. Da habe ich gedacht, das wäre ein Monster, ne? Nur noch zwei. Eine noch. Da. Hey, was für ein Durcheinander. Nosfigatu, ach du Gott. Was für ein Durcheinander du in meiner Welt angerichtest, kleine Hexe. Ich rette diese Katzen von all diesen schrecklichen Monstern, bevor jemand verletzt wird. Schrecklich, wie grausam so etwas zu sagen. Denkst du nicht an die Gefühle der anderen? Unsere lieben Freunde aus dem Sumpf haben einfach ein Problem mit ihrem Selbstbewusstsein. Sie sind in eurer Dimension gelandet, weil sie Katzen lieben und sich einfach ein bisschen glücklicher fühlen wollten. Wir wissen, wie viele Freude Katzen in eure Welt bringen. Tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich dachte, sie wären auf der Erde, um unsere Seelen zu stehlen oder sowas in der Art. Sie würden nie einem von euch etwas tun. Sie wollten nur ein bisschen Liebe spüren, denn wir haben hier keine süßen Katzen, die gute Gefühle verbreiten. Dann besuchen sie unsere Welt doch bitte öfter. Vielleicht könnt ihr uns helfen, diese unschuldigen Geschöpfe vor der Grausamkeit mancher Menschen zu schützen oder etwa nicht. Okay. Oh. Und so lernten wir, dass der Schein trügen kann und dass man nur mit dem Herzen richtig sehen kann. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Danke, dass du mitgespielt hast. Dein Kauf hat auch geholfen, hat auch den Katzen im echten Leben geholfen. Der Kampf ums Überleben auf der Straße ist das wirklich Schlimmste. Sei ein Held für ein Tier und dein Leben wird sich für immer verändern. Adoptiere eine Katze, sorge für TNR, Trap, Neuter und Return. Katzen in deiner Gemeinde oder arbeite ehrenamtlich in deinem örtlichen Tierheim. Die Welt ist ein besserer Ort, wenn wir uns gegenseitig helfen. Oh, voll süß. Bitte sag mir, ich muss nicht von vorne anfangen. Ah, doch, guck hier. Das war's also. Da haben wir das gemacht. Aber wir machen hier noch weiter, weil wir sind nämlich hier noch gar nicht fertig. So, was fehlt uns noch? Drei Katzen, sechs Passfotos. Jetzt wollten wir aber auch mal ein bisschen näher hier ran, ne? Hier ist noch eine. Und damit haben wir die Kleinen, glaube ich, alle. Hier sind sie alle. Was für eine Erleichterung. Zum Glück hat niemand etwas bemerkt. Ich meine, sie sind nicht verletzt worden. Ihre Eltern brauchen sich nicht noch mehr Sorgen zu machen, als sich um sie zu kümmern. Meine eigenen Kleinen machen mir heute auch noch Sorgen. Sehr schön. Aber was fehlt uns denn jetzt noch? Drei normale Katzen. Sechs Passfotos. Also Polaroids. Zwei Tickets.
Da bin ich ja mal gespannt. Ich wollte gerade sagen, da liegt ein Ticket, aber es ist kein Ticket. Feuerwerk fehlt uns übrigens auch noch. Guck gerade ganz genau hin und versuche Katzen zu finden, Polaroid zu finden oder Feuerwerk. Tickets fehlen mir ja auch. Was noch ein Polaroid? Gar nicht so einfach. Hast du noch ein Polaroid? Feuerwerk fehlt mir ja auch. Drei Stück sogar so. Ist das nicht die von Nier Automata? Ich habe das Spiel nie gespielt. Entschuldigung. Aber ich finde auch keine Katze, ne? Hier ist noch ein Ticket. Machen wir jetzt mal ein bisschen Splash-Musik. So. Hier ist noch eine. Katze ist bewaffnet. Dass die Katze nicht zählt, verstehe ich nicht. Komm, das muss doch alles zu finden sein. Besonders das Feuerwerk muss doch zu finden sein. Nee, das zählt nicht. Ich hätte jetzt gedacht, der Luftballon vielleicht, aber... Nee, der Luftballon zählt leider auch nicht. Da ist noch eine Katze drin. Noch eine Katze. Und ein Feuerwerk. Nee, drei. Mm.
Was ist ein Polaroid? Bei den Hühnern? Nee. Er war tot. Ey, das ist jetzt aber wirklich schwierig. Nee. Hier oben in der Luft irgendwas. Außer Sonic. Wahrscheinlich habt ihr schon längst alles gesehen, ey. Aber das ist halt dieses typische, man sieht die ganzen Sachen halt nicht mehr, weil man zu konzentriert drauf ist. Aber ich sehe partout auch gar nichts. Und das hier so ganz komisch, dass hier auch hier gar nichts ist. Aber das ist ja zum DLC hin. Hier ist noch ein Polaroid. Kann doch nicht sein, dass mir wirklich hier einfach gefühlt noch so viel fehlt. Ein Ticket, eine Katze. Das ist Ticket. Ein Polaroid. Die Katze ist fertig. Ach so. Hallo, noch ein Fan. Ach so, ja. Ich bin schon dabei. Hier ist die eine Katze wenigstens noch. Jetzt ist es nicht mehr ganz so peinlich. So, wer war das mit den Tickets? Ach da. Sieh dir das an, du hast sie alle gefunden. Ich werde so viel spielen, dass ich keine Energie mehr habe. Um die ganze Nacht lang Unsinn zu machen. Das freut mich. Ich mach das jetzt so. Da ist das Bild.
wunderbar. Ich danke dir so sehr. Sieh dir diese Fotos an. Sind sie nicht wunderbar? Ich liebe die katzengerechten Räume meiner Fans. Manchmal wollen auch die schönsten Katzen ein bisschen Spaß haben. Okay, jetzt können wir uns das nämlich hier angucken. Luna aus Michigan. Sehr schön. Oh, die ist ein Bäch, ist ja süß. Bäch ist aber noch klein. Tunnel of Love. Oh. Als ob da eine war. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, komm, wir gucken noch mal so ein bisschen. Und warten, bis das Ding dabei ist, fertig ist. Aber es ist schon ein sehr schönes Spiel, das muss ich schon sagen. Wenn ich eine Rakete wäre, wo wäre ich dann? Inmitten unter uns. Also das Feuerwerk zu finden war für mich jetzt wirklich anscheinend das Schwierigste. Das haben die aber anscheinend richtig gut eingebaut. Ah, oh, die arme Katze tut mir voll leid. Was? Okay. Wo ist er denn da? Danke für deine Hilfe. Weißt du, ich liebe die Menschen, aber ich kann die nicht ausstehen, die auf Feuerwerk stehen. Verstehe ich. Du hast auch noch was für uns. Vielen Dank für deine Hilfe. Wir sind so froh, dass du hier bist, Zeit mit uns verbringst und uns hilfst, diesen Katzen Spaß zu bereiten. Und du kannst das gleiche im echten Leben tun. Schaffe einen glücklichen Ort für deine Katze zu Hause und sie werden dir ewig dankbar sein, so wie ich es bin. Wenn du keine Katze hast, überleg bitte, eine oder mehrere zu adoptieren. Straßen und Tierheime sind nicht die beste Umgebung für Katzen. Ich bin sicher, dass sie sich mit viel Liebe erkenntlich zeigen werden. Katzen sind auch eine Quelle des Glücks und des Serotonins. Und dein Zuhause wird mit Freude und Liebe gefüllt sein, genau wie dein Herz. Oh, voll schön. Danke fürs Spielen. Denkt daran, mit euren Katzen zu spielen, aber natürlich. Oh, guckt euch das an. Die beißt eher erstmal in den Hintern. Sehr schön. Gut, dann war's das. Hier habt ihr auch nochmal so ein bisschen die Credits. Ja. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem, in Anführungsstrichen, Halloween-Special. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Let's Play, in den nächsten Parts wieder. Und bis dahin sage ich Dankeschön, auf Wiedersehen und bye bye.